Tod! Dieses lebt! Wasser! Die Hoffnung auf ein besseres Leben? Wie dumm war das? Warum konnten nur so viele diesem Scharlatan vertrauen? Er hat es doch offen gesagt. Warte, ich helfe dir.
Geht es bei dir, Eblatt? Kannst du dich stützen? Ja, kann ich. Na komm, was wird schon wieder? So ein Blümchen. Was ist das schon für dich? Waffendreck! Sorry, Madam. Da leben die Hundedreck. Schon besser, Kollegin. Hübsches Schürzchen. So, hier, Boxer. Hier hast du Platz. Oh, du hast Glück gehabt. Die Wunde ist nicht sehr tief. Bis bald wieder auf den Beinen. An ihren Krücken sollte sie erkennen, nicht wahr, Hochwürden? Ganz recht, mein Sohn, ganz recht. Traurige Ernte. Das Frischchen Quittenkopf hat ihn aber ganz gut gewundet. Ich verbitte mir das. Amen. Ich sage euch, Tier hüte sich vor dem Wolf im Schafspelz. Du jedoch scheinst mir eher ein versprengtes blaues Schaf im Hundefell zu sein. Huff! Mäßige dich, mein Freund. Wir wollen Frieden halten und vergeben. Außerdem beleidigen deine Worte aus Spezies, die nicht sind, aber nicht Gottes im Bär. Aua! Aua! Ach, hör auf, alter Jammerer! Aber mein Hoffeschwanz! Mein Hoffeschwanz ist von dir! Ach, Gottchen! Sein Hoffeschwanz! Überlebt? Na, so lala, siehst du doch. Aber ihr seht auch nicht gerade aus wie das blühende Leben. Haben wir euch nicht gut behandelt und hier auch über den großen Teil. Uns haben sie immerhin noch aufgenommen. Viele Tiere nach uns haben sie weggeschickt, Herr. Ja, dieses hier bekam auch woanders kein Asyl und wurde zurückgeschickt. Erst gestern. Wie schlecht. Wo ist eigentlich Quietschnauz? Hier bin ich! Wie war es auf dem fernen Tierhof? Man hört so einiges. Ist es wirklich ein Hof mit unbegrenzten Möglichkeiten? Ja, wenn du Geld hast. Nee, aber jedes Tier kann doch zu Geld kommen. Vom Tellerbecher zum Millionär, sagen sie dort. Du glaubst auf alles und jedes. Nee, aber es gibt Fälle. So ist das eben mit der Freiheit. Alle können, aber nicht alle schaffen es. Dort herrscht wirklich die Freiheit. Hä? Ja, die Unternehmer, die haben alle Freiheiten. Die Arbeitstiere haben nur die Freiheit, sich ihren Sklavenhalter auszusuchen. Immerhin, Mäh, unter dem Grünkopf gab es nur Zwangsarbeit und Arbeitslager. Und kein Jazz. Jazz? Das ist die Musik, die Sie dort hören. Der Sound der Freiheit der neuen Welt. Alles tanzt danach. Alles tanzt nach der gleichen Pfeife? Hatten wir das nicht gerade erst? Ewiger Miesepeter, musst du alles schlecht reden? Sagt, ist der andere Tierhof rein? Ja, und es ist der reichste Tierhof weit und breit. Keine Widerrede. Unterm Strich sind alle stinkreich. Nur die einen haben die Spreu und die anderen den Weizen. Und niemand wehrt sich. Jeder noch so arme Schlucker glaubt, wie Muriel, an das Märchen vom Aufstieg. Na, zumindest bei dir ist dein Märchen geblieben, Onkelchen. Sogar ein vogelscheuchischer Bruder zum Vergleich zu dir. Mäh, du kennst ihn doch. Er hat's gesucht. Und wie geht's jetzt weiter? Ganz einfach. Es darf nie wieder so weit kommen. Nie wieder soll es Krieg geben. Nie wieder soll ein Tier eine Waffe ergreifen. Wer noch einmal ein Gewehr in die Hand nehmen will, dem soll die Hand abfallen. Nie wieder Unfreiheit. Nie wieder Knechtung. Sobald alle wieder gesund sind, lasst uns in Versammlung einberufen. Wir wollen gemeinsam über die Grundsätze unseres Tierhofs abstimmen. Nun ist unsere Zeit. Ja.
Grundstein für unsere neue Welt. Nie wieder Krieg, nie wieder Knechtung, wie Quietschnauz so trefflich formulierte. Nie wieder! Wir Tiere wurden gedemütigt, misshandelt, geschlagen. Damit dies nie wieder geschehen kann, schlage ich als ersten unveränderlichen Artikel für unsere Verfassung vor: Die Würde des Tieres ist unantastbar. Ihr seid also einverstanden? Ich notiere, die Würde des Tieres ist unantastbar. Liebe Freunde, das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den Lebensinteressen der Tiere des Tierhofs nicht gerecht geworden. Der furchtbare Zusammenbruch war Folge einer verbrecherischen Machtpolitik, war Folge des kapitalistischen Gewinnstrebens. Wir wollen eine Sozialverfassung und Wirtschaftsverfassung durch eine gemeinwirtschaftliche Ordnung erhalten, die den inneren und äußeren Frieden sichert und der Würde der Tiere entspricht. Einspruch! Ein Nie wieder hast du mir weggenommen. Nie wieder Unfreiheit, lieber Schneeball. Was du aber forderst, ist Unfreiheit. Du willst das freie Unternehmertum einschränken. Das wäre ein schlechter Staat. Die freien Unternehmer haben Krötenkopf finanziert. Sie verdienten am Krieg. Du hast recht. Aber es war nicht der Kapitalismus an sich. Der Kapitalismus wurde missbraucht. Ja. Kapitalismus ist gut, wenn er kontrolliert wird. Was es braucht, ist eine Wirtschaft, die den Sozialen verpflichtet ist. Eine soziale Marktwirtschaft. Aber das Eigentum, die ungerechte Verteilung, die ungerecht verteilte Macht. Auch das Eigentum ist natürlich sozialpflichtig. Lasst uns schreiben. Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Dann müssen wir aber noch die Macht einschränken. Alle sollen bei öffentlichen Angelegenheiten gleichberechtigt mitbestimmen dürfen. Schneeball, wie soll das denn gehen? Sollen die Hühner sich etwa in Angelegenheiten der Schafe einmischen dürfen? Ihnen vorschreiben dürfen, wann sie zum Beispiel geschert werden? Mit Verlaub, ich wähle meinen Haarschnitt nach eigenen Gedünken. Manchmal Mittelscheitel, manchmal Seitenscheitel. Je nach der Zeit Geschmack, oder? Ja, oder die Schafe den Hühnern, wann sie ihre Eier legen sollen? Du siehst, das gibt Chaos und Uneinigkeit. Ja, alle sollen mitreden dürfen, aber nicht alle auf einmal. Ja. Die verschiedenen Tiergruppen entsenden Vertreter. Und Vertreterinnen. Selbstverständlich, und Vertreterinnen. Vertreter und Vertreterinnen verhandeln so lange miteinander, bis alle zufrieden sind. Wir müssen doch aus unseren Fehlern lernen. Alle Macht muss von den Tieren ausgehen. Es darf nie wieder einen Krötenkopf geben. Da gebe ich dir völlig recht. Wie wäre es damit? Alle Macht geht von den Tieren aus. Sie wird von den Tieren über gewählte Vertreter und Vertreterinnen ausgeübt, die nur ihrem Gewissen unterworfen sind. Gewissen? Finde ich gut. Sei ruhig. Also, einverstanden? Ja. Weitere Vorschläge?
Sehr gut. Jedes Tier hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Körperliche Unversehrtheit. Der wichtigste Grundstein fehlt doch, Gott. Sehr richtig. Wie aber muss das sein? Es soll doch schließlich ein Gesetz und kein Märchen sein. Unverschämter Blasphemie. Benjamin, was stört es? Da es ja keinen Gott gibt, kann er sich auch nicht einmischen. Außerdem, auch Märchen haben eine Moral, mein Freund. Meinetwegen, damit sie Ruhe geben, ist sowieso egal. Danke. Im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Tieren wird freie Religionsausübung gewährleistet. Miau! Miau! Mäh, wir brauchen noch was zu Asyl. Kann mir jemand bei der Formulierung helfen? Mäh? Asyl? Politisch verfolgte Tiere haben das Recht auf Asyl. Recht auf Asyl. Nie wieder darf ein Tier zum Kriegsdienst seiner Waffe gezwungen werden. Hier schreiten wir wieder gegen sein Gewissen. Denn Gewissen klingt gut, oder? Ja, Gewissen ist gut. Kein Tier darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst an der Waffe gezwungen werden. Ich glaube, das reicht erstmal. Vieles ist nun gut angelegt. Ich bin nicht mit allem einverstanden, aber auch das gehört zu einem Gemeinwesen, Entscheidungen der Mehrheit mitzutragen. Nun braucht unser Ferkel noch und Küken und Lämmlein und Fohlen. Nun braucht unser Sprössling noch einen Namen. Ich habe lange nachgedacht und ich glaube, einen passenden Namen gefunden zu haben. Demokratie, die Herrschaft der Tiere. Hört das Lied der Demokratie. Ein Tier allein, das ist nicht fein. Auch mit vielen kann es schwierig sein. Darum braucht es Ordnung und Harmonie. Kurz, es braucht die Demokratie. Ein Tier will Frieden. Tag aus, Tag ein. Ein Tier muss essen, um glücklich zu sein. Will mitbestimmen, ist ja kein Dummvieh. Darum braucht ein Tier die Demokratie. Ein Tier braucht Freiheit, so soll es sein. Frei zu entscheiden, für sich allein. Darum braucht es, ja, erratet es nie, es braucht ganz einfach die Demokratie. Demokratie ist Harmonie, Ordnung und Frieden und Freiheit und Liebe, was auch immer das Herz begehrt. Demokratie ist das Land Utopie, Demokratie. Eine große Überraschung für euch. Es gibt neues Geld. Statt Kieselsteine
sind nun Kirschkerne unsere neue Währung. Neues Geld? Aber es gibt doch nichts. 16 Milliarden gab's nur Krümel. Wir haben nichts bekommen, weil das alte Geld seinen Wert verloren hatte. Aber mit dem neuen Geld vertrauen wir. Da könnt ihr wieder alles kaufen. Zum Start gibt's 40 Kirschkerne. Die Ausgabe ist hier. Na, Miesepeter, ist das nicht schön? Jetzt haben wir Demokratie. Demokratie? Du meinst wohl Vertreterkratie. Mäh, unsere Vertreter von uns gewählt. Von uns gewählt, aber nicht uns verantwortlich. Schön hat das der Quiekschnauz wieder eingefädelt. Gewissen? Mäh, wenn uns ein Tier nicht gut vertritt, wird es abgewählt. Ganz einfach. Und jetzt komm, ich glaube, da drüben kann man sich tatsächlich etwas kaufen. Der Weichverzehrt, der Weichverzehrt. Bei mir gibt es alles, was ihr so lange entbehren müsstet. Zum Essen, zum Trinken, Spezialitäten und Preziosen. Einen großen Plan,
einen visionären Plan, der unseren Tierhof zum schönsten und reichsten auf der ganzen Welt machen wird. Aber wir wollen doch Freiheit! Keine Planwirtschaft. Keine Angst, Quietschnauz. Der Plan ist ganz einfach. Wohlstand für alle durch freien Wettbewerb. Auf, wer als erstes seinen Stall repariert hat und auf dem Feld arbeiten kann, der bekommt Extralohn. Extralohn für extra viele schöne neue Sachen. Ja, Schneeball hat recht. Der zieht uns an unseren eigenen Haaren aus dem Dreck. Auf, umso mehr ihr arbeitet, desto mehr Kirschkerne verdient ihr. Und umso mehr Kirschkerne, desto mehr Konsum. Die Wirtschaft wächst und alle werden allein. Hopp, hopp, hämmern und hobeln und straffeln und sehen, was das Zeug hält. Wohlstand für alle. Wohlstand heißt für mich nicht arbeiten müssen. Schon gut, ich bin ja kein fauler Esel. Ich wollte nur auf den Widerspruch eingehen. Hallo, ihr zwei! Du reparierst die Stufen und du streichst mal Steine, okay? Du hilfst der Tür. Wuff! Anstreicher, Laufschlag, das Leben spielt die Anstreichen. Stufen reparieren, erscheint mir als lieber weiter eigentlich nicht in der Arbeit. Ob ich wohl selbst jemals Stufen erklimmen, die ich in Stand gesetzt habe, wir sparen, das eine schließt das andere auf. Hat wer die Katze gesehen, Matt? Komisch. Die waren gerade noch da. Magst du mir vielleicht noch helfen? Der Eingang zu meinem Stall ist noch verschüttet. Natürlich. Gern. Liebe Kinder, bitte helfen mit, den Stall Gottes wieder aufzubauen. Warum repariert Gott seinen Stall nicht selber? Und das ist mal den Fühlbeutchen. Außerdem Religionsfreiheit. Wenn es der arme, allmächtige Herr nicht selbst hinbringt, meinetwegen. Bitte fangt hier an. Komm, es fängt an zu regnen. Mein Schwein ist schon dreckig. Ich bin ein Schwein? Ich mag es gerne ein wenig dreckig. So weit bin ich aber nicht. Komm, da drüben können wir uns unterstellen. Bist du nicht traurig, dass du in der Versammlung vorhin überstimmt wurdest? Die alte Frage. Reform oder Revolution? Nein. Wichtig ist allein das Ziel. Eine Reform kann verloren werden. Eine Revolution verspielt. Es gibt für beides üble Beispiele. Nee. Wiegschnauz wollte ganz bestimmt keine Revolution. Er hat dich überrumpelt, Mann. Und wenn schon. Es läuft doch gut. Die Tiere des Hofs sind sich einig. Nie wieder. Ich spüre, eine wunderbare, neue, solidarische Gesellschaft ist im Entstehen. Aber Napoleon häuft schon wieder Reichtum an, Mann. Ja, das müssen wir beobachten. Aber andererseits, was macht es, wenn alle reich sind und einige noch reicher? Die Wirtschaft braucht Ungleichheit. Nur so kommt es zum Fortschritt, weil die Tiere sich dann mehr anstrengen. Aber was sagst du denn da? Vorhin in der Versammlung hast du noch gesagt, dass das kapitalistische Gewinnstreben Schuld an dem Ganzen hat. Und nun redest du positiv darüber? Das ist aber schnell deine Meinung, Mac.
ist das nicht auch Demokratie, wenn man sich von den Argumenten anderer überzeugen lässt? Aber glaubst du, dieses Mal klappt's? Unbedingt! Wir müssen nur aufpassen, immer die richtigen Weichen zu stellen. Aber das ist ganz einfach. Immer für die Tiere. Dann kann nichts schief gehen und unser Tierhof wird ewig weiter wachsen. Friede, Freude, Eierkuchen. Alles, was du willst. Ja, ja, du Profil. Ich glaube, der Bull kann schon weg. Weniger. Hat ein Tier ein Problem, bekommt es alles, was es braucht. Das wäre einfach und gerecht. Einspruch. Wenn jemand viel braucht, aber wenig einzahlt, wo bleibt da die Gerechtigkeit? Eine Familie hat 5 Kinder. 4 Kinder sind gesund. Aber ein Kind ist immer wieder krank. Würden die Eltern zu dem kranken Kind sagen, wir pflegen dich nicht mehr, weil das wäre ungerecht deiner Brüder und Schwestern gegenüber. Nein! Die Eltern werden dem Kind genau die Medizin und Pflege geben, die es braucht. Schneeball, die Frage ist doch, warum ist das Kind ständig krank? Vielleicht will es gar nicht gesund werden. Drückt sich vor Schule oder Stall aber. Ja, es braucht einen Anreiz, damit das ach so kranke Kind wieder gesund wird. Mein Vorschlag, jeder zahlt für sich in eigene Kassen. Krankenkasse, Pflegekasse, Rentenkasse. Wer viel einzahlt, bekommt viel und gute Pflege. Chefarztbetreuung, Einzelabteil, Massagen. Wer wenig einzahlt, eben wenig. Minimale Grundversorgung. Zusammen mit anderen im Stall. Keine Krankengymnastik und so weiter. Einspruch! Grundversorgung reicht nicht. Okay, kein Luxus. Der muss extra bezahlt werden. Aber der Bedarf muss ohne Abstriche gedeckt sein. Wir wollen doch, dass es unseren Kranken bald wieder besser geht, damit sie arbeiten können. Das nützt den Kranken und dem Tierhof. Da hat er recht. Na gut, na gut. Bedarfsgerecht statt einfacher Grundversorgung. Und warum so umständlich über Kassen mit einer einzigen Steuer? Sollen wir alle Kirschkerne im ganzen Hof in nur eine einzige Kasse schmeißen? Da wäre bald nichts mehr da. Alle würden sich bedienen, wie sie wollen. Bei einzelnen Kassen habt ihr viel mehr Überblick. Na, da kriegst du noch recht. Aber alle müssen einzahlen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, lieber Schneeball. Aber
Bis zu welcher Höhe? Überleg doch mal, wenn jemand sehr viel einzahlt, weil er sehr reich ist, weil er viel für unsere Gesellschaft geleistet hat, dann muss er wesentlich mehr anzahlen, als sogar das größte Zimmer mit Blick auf unseren schönen Obstgarten kosten würde. Das wäre auch nicht gerecht. Tier muss nur bis zu einer bestimmten Höhe einzahlen. Und wer arm ist, muss nichts einzahlen. So machen wir es. Es gibt eine Grenze nach unten und nach oben. Auch Tiere, die eh für sich selbst sorgen konnten, brauchen nichts einzuzahlen. Ich, aus dem alten Geschlecht der Klettertiere, werde immer genügend Kirschkerne haben. Ich verzichte dankend auf irgendwelche Almosen aus profanen Kassen. Sehr gut. Warum sollen Reiche von der Gesellschaft profitieren? Einverstanden? Ja. Ein Problem gibt es mit deinem Kassenmodell aber noch. Ein Tier muss in Rente gehen, es kann nicht mehr arbeiten. Es hat aber noch gar nichts eingezahlt. Wovon soll es leben? Oh, das wird schwierig. Für dich ist alles schwierig. Dann machen wir es eben so. Diejenigen Tiere, die heute arbeiten, zahlen in eine Kasse, aus der die jetzigen Rentner finanziert werden. Gehen die Arbeitstiere dann selbst in Rente, zahlen eben die Jüngeren. Umlageverfahren. Aber dann könnten wir es doch gleich über Steuern machen. Das würde unglaublich viel Bürokratie ersparen. Steuern schaden der Wirtschaft, lieber Schneeball. Aber gut, damit du Frieden gibst, dann machen wir es eben so. Die Renten der Verbeamtentiere, also zum Beispiel von mir oder den Hunden, werden über Steuern finanziert. Bist du nun zufrieden? Ich fordere dies auch für die Raben. Ja, natürlich auch für die bischöflichen Raben. Oberstes Gebot muss das Lebensstandardprinzip sein. Ein Tier, das in Rente geht, sollte ein gutes, sorgenfreies Leben haben, wie es allgemeiner Standard ist. Keine Armutsrenten. Lebensstandard? Nun gut, wohlhabende Rentner kaufen mehr. Es ist also beschlossen. Hiermit treten unsere neuen Sozialgesetze in Kraft. Die Versammlung ist damit geschlossen. Die Arbeitstiere sind mal wieder die Beschissenen. Sie zahlen nicht nur ihre eigenen Renten, sie zahlen auch die Pensionen der Beamtentiere. Und so ein beamteter Sesselfurzer, der lebt auch noch viel länger, während ein geschundener Ackergaul meist nach Renteneintritt bald verstirbt. Benjamin, zwei Schritte vor, einen zurück. Wichtig ist doch, es geht aufwärts, für alle. Aber fragen wir doch einfach unsere ersten beiden Nutznießer des gesellschaftlichen Fortschritts. Ich bin zwar wegen des Fortschritts vom Dach gefallen, aber gefallen tut mir die neue Zeit trotzdem gut. Gibt's noch Gänsebein? Aber natürlich, Mäh. Und Spice-Pipe-Cakes ist so viel du willst. Das mit der körperlichen Unversehrtheit gilt noch. Nicht, dass ich im Kochtopf lande, weil ich so ein schönes, fettes Huhn geworden bin. Napoleon hat mich diese Halb schon einmal ins Prügeln gebracht. Das gilt. Noch. Das gilt. Ein Plätzchen hat noch Platz, bevor ich platze. Danke. Hoffentlich kommt nach der Fresswelle die Trimmlichwelle. Leben und leben lassen. Mir für meinen Teil ging es noch nie so gut wie in diesem Hier und Jetzt. Obwohl ich nie wieder Gebrauch von meinen Beinen machen oder arbeiten kann, freue ich mich auf jeden neuen Morgen. Und wenn die Beamtentiere ihre Pension umsonst erhalten. Und die Pfaffentiere und die Politiktiere. Und auch die, was soll's nicht plagen, solange es für alle so wunderbar reicht. Früher war das Leben wie unsere Hühnerleiter. Kurz und beschissen. Und heute? Wie eine Rolltreppe. Vollautomatisch, immer aufwärts, geil.
Es dünkt mich seltsam, dass es uns nach so kurzer Zeit schon wieder besser geht als unseren einstigen Kriegsgegnern. Der Weltengeist scheint zu würfeln. Oder zu scherzen? Ja, da ist kein Weltengeist zugange. Das ist der schnöde Weltenmarkt. Der Tierhof der unbegrenzten Möglichkeiten führt Krieg gegen den Koreanischen. Und dank Krötenkopf ist unsere Industrie perfekt auf Kriegsproduktion auch eingestellt. Daher das Wirtschaftswunder. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Mäh, Weltenpolitik hin oder her. Ich wollte einen kleinen Bericht über das neue Heim für Tiere für den Tierhofboten schreiben. Dass es euch im Obstgarten mal gut gefällt, habt ihr bereits erzählt. Aber gibt es auch Schattenseiten? Und wie? Die Schwester, die blöde Ente, hat geschnattert. Ich sei bald gesund. Was ein Schmerz, da war ich ganz verdattert. Es muss gehen, aber nur auf Kur. 4 Wochen Forell. Das habe ich auch bitter nötig. Napoleon, der Schuft, hat mich ordentlich schuften lassen. Das habe ich auch durchgesetzt, dass Kuren die Krankenkassen bezahlen. Ich für meinen Teil werde auf ewig im schönen Obstgarten Lust wandeln und mich meiner Gedanken hingeben können. Allerdings nicht auf meinen eigenen Beinen. Dafür bequem sitzend in einem Rollenstuhl. Das habe ich auch durchgesetzt, dass Rollstühle die Kasse übernimmt. Hättest du bei Zeiten Napoleon das Handwerk gelegt, dann bräuchte es keine Kuren oder Rollstühle. Vertragt euch, Mäh. Und nun zurück zu meiner Frage. Gibt es auch Dinge, die euch nicht so gut gefallen? Na ja, wir sind nicht sicher. Aber der Storch, ihr wisst schon, der Arzt für untere Angelegenheiten, er soll einer von Krötenkopfs Metzgern gewesen sein. Ja, das wissen wir. Boah. Das wisst ihr und trotzdem lasst ihr ihn weiter metzgern. Er macht seine Arbeit gut, da gibt es nichts zu klagen. Er ist immer freundlich, zuvorkommend, ansprechbar. Er ist ein Tierfeind. Nie darf so eine ungestraft davonkommen. Benjamin, es können nicht alle ausgewechselt werden. Es fehlt an geschulten Kräften. Wir brauchen mehr Tiere mit Bildung. Bildung ist nicht nur das selbstverständliche Recht aller Tiere, wie wir es in unserer Verfassung festgeschrieben haben. Bildung ist auch eine unabdingbare Notwendigkeit unserer Demokratie. Nur mündige, gebildete Tiere sind immun gegen Demagogen wie den Krötenkopf. Nur mündige, gebildete Tiere treffen bei Wahlen verantwortungsvolle Entscheidungen. Darum bin ich froh und glücklich, heute unsere Universität der Tiere eröffnen zu dürfen. Unsere Universität soll eine Universität für alle sein. Für Tiere aus Akademikerfamilien, wie den Eulen und Störchen, aber auch für Tiere aus der Nutztierschicht, wie den Schafen, Pferden, Kühen und so weiter. Denn wir haben eine neue Sozialleistung eingeführt, das Tierhof-Ausbildungsförderungsgeld, kurz TAFÖG. Jedes Tier aus weniger vergüteten Tierfamilien bekommt so viel Geld, wie es für die Absolvierung eines erfolgreichen Studiums benötigt. Darin liegt die Zukunft unserer Wirtschaft. Wir brauchen eine breite Schicht höher qualifizierter Hoftiere. Herr Bischof, bitte segnen Sie nun unser so hoffnungsvolles Beginnen. Unsere Universität der Tiere. Im Namen des Rabenvaters, des Wurfs und des heiligen Täuberichs. Amen. Wenn auch das Benjamin das hören könnte. Bildung beginnt ausgerechnet mit dem Segen eines Märchenerzählers. Miau! Miau! Wusstest du, die Katze, die ist so aufgeklärt. Sie glaubt immer noch an die Jungfrauengeburt. Sie will nicht, dass man den Tierkindern was über Sexuelles erzählt. Und weißt du, wieso?
damit die ganzen Küken und Frischlinge nicht kapieren, dass der Pfarrer eigentlich ganz schön schweinische Sachen mit ihnen macht. So etwas ungezogenes! Apropos Jungfrauengeburt, als. Vielen Dank! Hiermit ist unsere Universität feierlich eröffnet. Möge sich ihr Wirken wohltun auf unsere Gesellschaft ausüben. Lass uns noch etwas sitzen. Ja, schön hier alles so optimistisch. Ja, eigentlich ist jetzt die beste Zeit. Für was die beste Zeit? Ich bin frech. Du bist trächtig? Ich dachte, Fieber müssen nun aufpassen. Ich meine, wir könnten auch zum Storch gehen. Abtreiben. Nein, du hast ja recht. Ich meine, das ist die beste Zeit, oder? Frieden, Wohlstand, Bildung für alle. Unseren Kindern wird es besser gehen als uns. Man kann hier sich doch gar nicht wünschen, oder? Mama. Oh, Boxer. Sehen Sie das so gut? In aller Öffentlichkeit? Ah, die Proletentiere, die schnacksen einfach so gern. Schon. Genau. Ja. Theologie ist Hochschulfach. Was ist denn das für eine lächerliche Universität? Benjamin, ein Tier wird gezwungen, Theologie zu studieren. Aber verstehst du denn nicht? Theologie ist reine vertikale Herrschaftsideologie. Wie sollen wir eine demokratische, horizontale Gesellschaft aufbauen, wenn unsere Eliten autoritäre Führungsprinzipien lernen? Mäh, du übertreibst. Es gibt so viele Wissenschaften an unserer Hochschule und Theologie ist nur eine davon. Theologie ist keine Wissenschaft. Sie gibt ihren Inhalt vor. Gott und erlaubt an seiner Existenz keinerlei Zweifel. Existenz, welch großes Wort so gelassen über deine Lippen gebracht. Dasein ist etwas nicht schon allein deswegen da, weil man darüber spricht. Angst. Beispielsweise existiert auch ohne realen Grund, schon allein, weil jemand Geschichten der Angst verbreitet. Sie tritt doch das Wort ins Dasein. Und siehe da, im Anfang war das Wort und es ist Fleisch geworden. Unheimlich, aber falsch, denn alle wissen ja, im Anfang war das Ei. Das Huhn. Das Ei. Das Huhn. Aber so ein Ei, das ist auf jeden Fall eine praktische Sache. Jedes kleine Blümchen bekommt sein erstes Heim mitgeliefert. Quasi drei Stall. Der Krieg hat so viele Stallungen zerstört. Wie praktisch wären da solche Eiheime für alle? Wir haben da schon eine Idee. Sozialer Stallbau. Jedenfalls Demokratie und Theologie. Gar nicht glauben, ein eigener Stall, ganz und alleine. Naja, so allein werden wir schon gar nicht mehr sein. Was hältst du von Molly, wenn es ein Bull wird? Molly klingt kurz und Molly passt. Und wenn dein Käppchen wird, darfst du entscheiden. Frank? Nee, darfst du laufen. Ja, ist mir vielleicht gerade so eingefallen. Naja, Frank klingt krank und schlank. Vorsicht! Deswegen mache ich das so gerne. Pärchen in ihr neues Heim einführen. Man sieht nur glückliche, romantische Gesichter. Hallo. Mir nach. Hier, das Wohnzimmer. Ihr seht, recht einfach, aber schön geräumig.
Badezimmer mit Wanne. Da könnt ihr mit euren Kleinen klatschen. Schlafzimmer, Küche, Kinderzimmer. Und die Miete? Im Grunde kaum der Rede wert. Unsere sozialen Stallbauten sind von der Regierung steuerfinanziert und vergünstigt gebaut. Die kann sich wirklich jedes Tier leisten. Selbst wenn ihr einmal eine ganze Horde an kleinen Gürteln haben solltet. Naja, so eine ganze Horde wohl, ehrlich. Wenn du die Kinder auf die Welt bringst, gerne, Schatz. So weit ist unsere Wissenschaft noch nicht. Naja, wir sind der Gemeinschaft auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir hier wohnen dürfen. Das Recht auf Wohnen ist uns sehr wichtig. Denn ohne ein ordentliches Dach über den Kopf verliert jedes Tier seine Würde. Und die Würde des Tieres geht uns über alles. Wir haben vorher monatelang gesucht, aber die Vermieter wollten entweder keine Kinder oder unendlich viele Kirschkerne für einen winzigen Stall. Ja, die können jeden Preis verlangen. Es gibt einfach zu wenig Stallungen. Deswegen haben wir unser soziales Stallungsbauprogramm aufgelegt, damit wirklich jedes Tier eine sichere und bezahlbare Weide finden kann. Die Schlüssel? Ihr könnt euer neues Heim natürlich einrichten, wie ihr wollt. Ja, vielen Dank. Ich sag, gleich morgen richten wir unsere Wohnung ein. Hier ein großes Sofa. Wenn wir ein günstiges bekommen. Zuerst die wirklich wichtigen Sachen. Esstisch, Kinderbettchen. Weißt du was, ich leg bis zur Geburt einfach Doppelschichten ein. Das Problem am sozialen Stallbau ist nach begrenzte Dauer. Nach 20, 30 Jahren fällt die Preisbindung. Und das traute Heim kann so teuer werden wie am freien Wohnungsmarkt. Und wenn schon, in 20 bis 30 Jahren verdienen die Tiere doch auch viel mehr. Da können sich die teuren Wohnungen auch leisten. Wie naiv seid ihr denn eigentlich? Merkt ihr nicht, eure Sozialpolitik ist reine Schönwetterpolitik. Solange die Wirtschaft brummt, ist alles in Ordnung. Aber wehe, es kommt ein Sturm auf. Was dann, ne? Dann werden die ach so schönen sozialen Wohltaten alle wieder eingesackt. Benjamin, du betrachtest immer nur die Wirtschaft. Siehst du denn nicht, dass auf unserem Tierhof gerade eine neue, zivilisierte und solidarische Gesellschaft im Entstehen ist? Kein Sturm wird die so schnell umhauen. Quatsch. Ein hartes Wort. Mit welchen Argumenten begründest du deine Urteilsstärke? Kapitalismus ist nicht solidarisch und lässt sich auch nicht zivilisieren. Solange Napoleon schöne Profite macht, lässt er die Arbeitstiere auch ein wenig daran teilhaben. Aber wehe, Napoleons Gewinne brechen ein. Dann ist schnell vorbei mit der Möglichkeit. Benjamin, du vergisst, wir haben jetzt Demokratie. Nicht Napoleon bestimmt, sondern die Tiere bestimmen. So wie ich das sehe, bestimmt hier nur einer. Und das ist Quiekschnauz. Auf wessen Seite der ist, das weiß jeder. Quatsch! Wir stehen alle auf der gleichen Seite. Nicht Klassenkampf, sondern Sozialpartnerschaft. Das ist unser Erfolgsgeheimnis. Und außerdem, der Kapitalismus hat auch seine zivilisatorischen Ansätze. Das war dann zum Beispiel die Emanzipation. Liebling, ich will auch arbeiten gehen. Raumschiff Enterprise. Mama will in die Arbeit gehen, Mama will in die Arbeit gehen. Mach die Kuchen, der Papa macht die Kuchen. Glaubt mir, Kinder, den würdet ihr nicht essen. Aber als Raumschiff Enterprise geht es echt gleich. Nee, Blättchen, du musst doch überhaupt nicht arbeiten.
Schule und Frankfurt in den Kindergarten. Ich will nicht immer nur zum Stalle rumsitzen und deine stickigen Socken waschen. Mama will keine Socken waschen. Und Mama will keine Socken waschen. Wir spielen. Aber wir spielen doch. Was willst du denn überhaupt arbeiten wollen? Na, das gleiche wie du. Ackern. Ackern ist doch Pferdearbeit. Ach, so ein Unsinn. Früher haben Kühe aus dem Pflug gezogen. Ihr Hengste macht das doch nur, weil ihr keine Milch gebt. Papa kann keinen Milch nicht geben. Papa kann keinen Milch nicht geben. Papa kann keinen Milch nicht geben. Schau, gestern lag ein Prospekt im Richter. Napoleon sucht speziell Weibchen für die Arbeit mit den neuen Traktoren. Damit ist Pflügen auch keine so schwere Arbeit mehr. Und nur halbtags. Wenn die Kinder nach Hause kommen, bin ich meist schon wieder da. Schatz, ich weiß nicht. Aber ich will auch mal mein eigenes Geld haben und nicht immer dich fragen müssen. Wir können es ja mal versuchen. Ja? Dankeschön. Und wenn ich was gespart habe, dann fahren wir Urlaub. Molly, Frank, Mama hat bald ganz viele Kirschkerne. Und wir können überall hinfahren. Wo wollt ihr denn hin? Ans Meer! Auf den Mond! Nein, ans Meer! Nein, auf den Mond! Fahren wir doch zum Tiof im warmen Süden, der ist am Meer und fast so weit weg wie der Mond. Juhu! Wir fahren ins Meer und auf den Mond, wir fahren ins Meer und auf den Mond. Immer mehr Weibchen, wollte ich mir nur zu Hause sitzen bleiben, bei Spann am Start und ihr Mädchen nach Stallhaltungsgeld fragen. Sie wollen selber arbeiten gehen. Und durch die Vollbeschäftigung ist auch genug Arbeit für alle da. Wir holen sogar Gastarbeitertiere auf unseren Hof, weil wir selber nicht mehr fertig werden. Da hörst du's, du alter Pessimist. Das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Ein Stallweibchen arbeitet nicht. Doch, aber es kriegt dafür kein Geld. Ein modernes Stallweibchen arbeitet also zweimal. Einmal für das Männchen zu Hause und einmal für Geld. Ja, aber das Männchen soll natürlich auch im Stallhalt mithelfen. Und das tun Sie? Nein, noch nicht. Ich sehe den Fortschritt eher als einen Rückschritt. Wäre es mir lieber, die Weibchen würden zu Hause bleiben? Also ich bin dafür, dass die Männchen die Kinder kriegen. Dann wären die Männchen die Weibchen und die Weibchen die Männchen und nichts hätte sich geändert. Außer die Vorzeichen, meine Freunde. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich meinte nicht biologisch, sondern praktisch. Die Männchen kriegen die Kinder und die Weibchen gebären sie. Die Männchen machen das Popöchen sauber und die Weibchen gehen zur Arbeit. Und klitsch, platsch, das ist strengste Gleichberechtigung. Das Huhn hat recht. Boah. Was unserer Gesellschaft fehlt, das sind große Ideen. Im Endeffekt machen wir doch nur da weiter, wo wir vor dem Krieg aufgehört haben. Wir haben immer noch Kapitalismus, nur angeblich Regeln unterworfen. Wir haben immer noch Weibchenunterdrückung, auch wenn die Ausbeutung durch Lohnarbeit jetzt als Befreiung gilt. Wir haben immer noch Polizei und Militär. Auch wenn sich die Hunde ein demokratisches Maulkörbchen umgebunden haben. Wir werden immer noch regiert, anstatt unsere Geschicke selbst zu bestimmen. Kurz, wir haben keine Demokratie. Wir haben nur die bunt angestrichene Kulisse einer Demokratie. Du bist viel zu ungeduldig. Schau, wir haben vor kurzem den Zivildienst eingeführt. Kein Tier darf gegen sein Gewissen am Dienst mit der Waffe gezwungen werden. Wir setzen um, was wir uns vorgenommen haben. Wer verweigert, der muss sich rechtfertigen. Wer töten will, nicht. Schön habt ihr das umgesetzt. Immerhin dürfen sich die Tiere jetzt für etwas entscheiden. Das durften sie früher nicht. Und außerdem, seit wir Vollbeschäftigung haben, können auch die Arbeitstiere wirtschaftlich immer mehr durchsetzen. Oh!
Naja, wenn Papa Betriebsrat ist, kann ich schlecht reinbleiben. Blöde Familienbande. Aber immer noch besser als die blöde Lehre. Hat sich dein Meister wieder getriezt? Ziemlich. Na, da musst du mit Papa drüber sprechen. Das schaffe ich doch allein. Bin kein Kampf. Thank you.
muss schon sagen, Alter, gut gemacht. Liebe Weizen und Menschen, dauerhafte Ordnung und Sicherheit kann es in einer sich entwickelnden Gesellschaft nur durch Veränderung geben. Dies wird sich in den kommenden Jahren noch deutlicher zeigen. Der permanente wirtschaftliche und soziale Wandel ist eine Herausforderung an uns alle. Wenn wir aber leisten wollen, was geleistet werden muss, brauchen wir alle aktiven Kräfte, die sich im solidarischen Dienst am nächsten beweisen. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Mitverantwortung fordert und mehr Freiheit bietet. Wir wollen eine demokratische Gesellschaft, zu der alle mit ihren Gedanken zu einer erweiterten Mitbestimmung und Mitverantwortung beitragen sollen. In den letzten Jahren haben manche auf diesem Tierhof befürchtet, unsere Demokratie könnte nicht von langer Dauer sein. Andere behaupteten sogar, wir hätten gar keine richtige Demokratie. Ich habe dies nie geglaubt. Ich glaube dies heute weniger denn je. Nein, wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir fangen erst richtig an. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Lasst uns noch einmal unser Lied singen. Demokratie ist Harmonie, Ordnung und Frieden und Freiheit und Liebe, was auch immer das Herz begehrt. Demokratie ist das Land Utopie. Demokratie ist Harmonie, Ordnung und Frieden und Freiheit und Liebe, was auch immer das Herz begehrt. Demokratie ist das Land Utopie. Merkwürdiges lese ich in den Meldungen, die Vorgaben des Tagesereignisse zu spiegeln. Öl sei das Blut der Maschinerie. Was denkst du dazu, Schwesterchen Mund? Keine Ahnung. Das scheinen auch unsere Vertreter. Und Vertreterinnen. So sei es. Und Vertreterinnen, so zu sehen. Sie wollen sorgsamer mit dem wertvollen Saft Energie umgehen. Energiesicherungsgesetz. Tolles Ding. Sicherheitsverwahrung für den Lautbuben Energie. Energie, Herrgott, du bist weggesperrt zu unserer aller Sicherheit. Problem gelöst. Eine nette Interpretation. Aber ich fürchte, gemeint ist etwas ganz anderes. Energie sparen. Sie wollen autofreie Sonntage einführen, eine Begrenzung der Maximalgeschwindigkeit zum Behufe der Fortbewegung. Beamte dürfen ihre Schuhe dann auf 20 Grad über dem festgelegten Nullwert wärmen. Ach, daran liegt es, dass die Beamte für die Flügelfragen mich gestern so frostig abfertigte. Ein bewusster Umgang mit dem begrenzten Gut Öl ist nach meinem Dafürhalten eine durchaus positive Position. Allein unsere Wirtschaft, die Marzen scheinen das anders zu sehen. Hier steht, weniger Öl ist gleich weniger Produktion. Die Wirtschaft wird einbrechen. Schockstarre, Konjunkturabfall, Arbeitslosigkeit, Krise, Adeo, goldene Ära des Kapitalismus. Vorbei die schöne Zeit, wobei ich noch gar keine Zeit hatte, die schöne Zeit zu genießen. Oh, grau, fort. Hasi? Jetzt mach was, die sollen kaufen oder abhauen. Ich möchte Sie bitten, die Zeitung käuflich
Liebe Mittiere, in betrüblicher Stunde haben wir diese Versammlung einberufen. Ihr wisst, unsere Wirtschaft stagniert, Tiere sind arbeitslos, Firmen gehen in Konkurs. Wir müssen leider feststellen, die sozialen Kosten übersteigen bei weitem die Möglichkeiten unseres Tierhofes. So kann es nicht weitergehen, das spüren wir alle. Wir haben uns daher schweren Herzens zu einem weitreichenden Schritt entschlossen, der uns allerdings umso leichter fiel, als dass es dazu keine Alternative gibt. Unser Hof braucht eine geistig-moralische Wende. Wir brauchen eine Wende hin zu einer Politik, die Ausgaben und Kosten wieder in Balance bringt. Wir brauchen eine Politik, die standhaltet. Ja, wir werden kürzer treten müssen. Wir werden auf Gewohntes verzichten, den Gürtel enger schneiden müssen. Aber nur, damit wir ihn bald wieder lockern können. Müssen wir diesen Schritt alleine wagen? Nein! Ich habe gute Neuigkeiten für diese gigantische Aufgabe, unseren Tierhof wieder auf den richtigen Weg zu bringen, konnte ich ein Tier gewinnen, das wie kein anderes die Funktionsweise der Wirtschaft versteht. Mehr noch, er ist die Wirtschaft selbst. Napoleon! Napoleon wird uns nun sein Konzept vorstellen. Er hat eine wahrlich grandiose, beispiellose Agenda entwickelt, die all unsere Probleme lösen wird. Unter anderem fordert er eine intensive Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft. Dazu hat er die Idee der öffentlich-privaten Partnerschaft entwickelt. Womit wir schon bei einer der ersten größeren Neuerungen wären. Ihr wisst, eines der obersten Prinzipien der Wirtschaft ist das Geschäftsgeheimnis. Damit also die guten Ideen Napoleons nicht von anderen Tierhöfen geklaut werden können, wird er seine Agenda unter Ausschluss der Öffentlichkeit präsentieren. Ja, Demokratie ohne Demos? Tolle Idee! Das ist nicht in Ordnung. Ihr wurdet als Vertreter abgewählt. Darum seid ihr draußen. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wir protestieren. Ja. Ihr könnt protestieren, so viel ihr wollt. Seid ihr da? Wir beugen uns, aber es ist nicht in Ordnung. Solange ihr euch beugt, könnt ihr denken, was ihr wollt. Ich hab's doch gesagt, nun, wie Schnauze geht. Damit kommt ihr nicht durch. Das ist ja wie unter Krötenkopf. Meine sehr verehrten Weibchen und Männchen, in der Verantwortung für die Zukunft unseres Hofes habe ich meinen Vorschlägen ein Motto vorangestellt: Mut zur Veränderung. Wir müssen den Mut aufbringen, in unserem Hof jetzt die Veränderungen vorzunehmen, die notwendig sind, um wieder an die Spitze der wirtschaftlichen und der sozialen Entwicklung zu kommen. Die Lage ist äußerst angespannt. Wir haben mit einer Wachstumsschwäche zu kämpfen, die strukturelle Ursachen hat.
Die Lohnkosten haben eine Höhe erreicht, die für die Wirtschaft zu einer kaum mehr tragbaren Belastung geworden ist und als Hindernis wirkt, mehr Beschäftigung zu schaffen. In dieser Situation muss die Politik handeln, um Vertrauen wiederherzustellen. Wir müssen die Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und für mehr Beschäftigung verbessern. Ich möchte Ihnen heute Punkt für Punkt darlegen, welche Maßnahmen nach meiner Überzeugung vorrangig ergriffen und umgesetzt werden müssen. Für Konjunktur und Stallhaltung, für Arbeit und Wirtschaft, für die soziale Absicherung im Alter und bei Krankheit eines jeden Tieres. Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem einzelnen Tier abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft, unseres Hofes, werden ihren Beitrag leisten müssen. Wir werden eine gewaltige, gemeinsame Anstrengung unternehmen müssen, um unser Ziel zu erreichen. Aber ich bin sicher, wir werden es erreichen. Meine Damen und Herren, ich hatte Ihnen versprochen, die Maßnahmen, die wir in den Bereichen planen, Punkt für Punkt zu erläutern. Dabei geht es vor allen Dingen um drei Bereiche. Napoleon, zunächst einmal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit freischaufeln konntest für dieses Sommerinterview. Aufgrund deiner Reformvorhaben bist du im Moment bestimmt sehr beschäftigt. Es geht, Muriel, es geht. Für dich habe ich doch immer Zeit. Einige deiner Ideen hast du ja bereits auf der Versammlung vorgestellt. Leider war die Öffentlichkeit von diesem Treffen ausgeschlossen. Deswegen erfreut es unsere Redaktion umso mehr, dass du dich bereit erklärt hast, einige Einblicke in deine neue Agenda zu gewähren. Gute Pokerspieler wie ich lassen sich zwar nicht gerne in die Karten schauen, aber was soll's. Einige Veränderungen werden die Tiere des Hofes sowieso mal regieren. Eine Veränderung hat bereits für Diskussionen gesorgt. Wir befinden uns hier im Obstgarten. Früher war das ein Heim für Tiere. Nun residiert hier ein teures Hotel. Ja, klar ist es schön, an einem so bezauberten Ort gesund und alt zu werden. Aber das ist doch nicht mehr bezahlbar. Der medizinische Fortschritt treibt die Kosten in unendliche Höhen. Wir haben den Leistungskatalog überarbeitet und nicht wirklich Notwendiges gestrichen. Nun also doch bloße Grundversorgung statt tiergerechter Bedarfsdeckung, Ich frage dich, Muriel, was ist besser? Keine Gesundheitsversorgung, weil sie nicht mehr finanzierbar ist, oder eine Versorgung auf solider Basis? Außerdem, in diesen Zeiten ein Heim in bester Immobilienlage zu betreiben, ist absoluter wirtschaftlicher Nonsens. Es hat sich ein Investor gefunden, der diesen Bereich aufgewertet hat, wie du siehst. Jetzt kommen Touristen, das spült Geld in unsere Kassen. Und was mit den Alten und Kranken? Der Baugrund an der Einfahrt zum Hof ist günstig. Dort können die Tiere genauso gut alt oder gesund werden. Wir verhandeln gerade mit einem Konsortium, das Pflegeheime als Anlageobjekte vertreibt. Ein Pflegeheim direkt an der Straße, mehr. Aber die Alten hören doch sowieso nichts mehr. Übrigens, das kann ich dir eigentlich auch gleich verraten, meine liebste Muriel. Es wird einige Einschnitte bei der Rentenerhöhung geben. Seniortiere mit normalen Arbeitskarrieren hätten sich das Heim Obstgarten sowieso bald nicht mehr leisten können. Du siehst, unsere Politik ist sehr vorausschauend. Wird es weitere Einschnitte geben, Mac? Natürlich. Wir haben alle Bereiche des Hofes einer gründlichen Revision unterzogen. Das kannst du mir glauben. Kein Tier wird es sich weiter in der sozialen Hängematte bequem machen können. Das werden unsere Lesetiere aber gar nicht gerne hören. Du musst sie nur richtig verkaufen. Nehmen wir zum Beispiel die Rente. Sprich bei jeder noch so blöden Gelegenheit immer und immer wieder vom demografischen Wandel. Weil Tiere heute länger leben, müssen immer weniger Jungtiere für immer mehr Alttiere aufkommen. Damit das ins richtige Verhältnis kommt, braucht es Nullrunden bei der Rentenerhöhung und die Alten müssen länger arbeiten.
Klingt doch logisch, oder? Alle werden es fressen. Klingt logisch. Wo ist der Haken? Eine Kuh mit Traktor macht heute die Arbeit von 20 Pferden. Die Produktivität ist der entscheidende Faktor, meine Süße. Hey, unser Hof exportiert so viel, dass mir schon die Finger bluten vor lauter Geldzählerei. Natürlich können wir weniger Alte mehr locker durchfüttern. Aber ich sage natürlich nicht. Und was ist, wenn ich es den Tieren sage? Schätzchen, das wirst du schön bleiben lassen. Der Tierhofbote lebt von meiner Werbung. Dein Chef wird dir schon blasen, was du zu schreien hast. Apropos blasen. Wo ist eigentlich Muriel? Die macht ein Interview mit unserem neuen Führer. Pardon, Wirtschaftsführer. Röhr hat die mich interviewt. Sie ist Journalistin. Sie interviewt alle. Alle, die eine Rolle spielen. Du trinkst zu viel. Benjamin, welchen Fehler habe ich gemacht? Welchen Fehler? Die falsche Reihenfolge. Die Tiere wollen Spiele. Brot interessiert sie schon weniger. Das stimmt doch nicht. Stimmt nicht? Napoleon und sein Quiekschnauz machen das jedenfalls so. Napoleon spendet Spiele und sie klauen das Futter. Schau, wie glücklich und freudig die dummen Viecher sind. Was interessiert es sie da, dass Quiekschnauz ihre Steuern gestern erhöht hat und Napoleons gesenkt hat? Spitzensteuer, Mehrwertsteuer, alles egal. Hauptsache, unser Tierhof gewinnt gegen den Südlichen im Ball mit den Pfoten ins Torspiel. Prost! Mama, Papa, das ist schön, dass ihr mich bei der Arbeit besucht habt. Zwei Gänse beim Kaffeespruch? Immer. Wir wollten mal schauen, was unser Mali so macht. Arbeiten tut er nicht mehr so viel, oder? Doch, doch. Aber hier während der Spiele kann ich einfach super gut verdienen. Mali, wir würden dir gerne mehr geben, aber auch bei uns ist es immer knapper. Die Studiengebühren sind wirklich das Letzte. Dafür bekommen viele nicht mal mehr Tafel oder nur noch als Kredit. Aber ihr habt einen ordentlichen Protest organisiert. Molly, du darfst auch nicht so viel arbeiten. Du möchtest doch den Master machen und du brauchst gute Noten. Ja, wird schon werden. Übrigens, Frank ist auch da. Er sitzt da vorne bei der Leinwand ganz links. Er war etwas komisch. Ja, er weiß ja immer noch nicht, ob sein Betrieb ihn als Mechaniker übernimmt. Ja, dann gehen wir mal zur Frank. Mama, bleibst du noch kurz? Ja, klar. Mama, ich... Ja, mein Liebes, ich weiß, du bist beträchtlich. Woher? Weißt du das? Deine Pferde kotzen normalerweise nicht. Pferde, Mama. Ein ganz süßer, lieber Junge hier. Er studiert Sport. Sport und... Ja, ich hoffe es, aber ich bin so ziemlich zuversichtlich. Liebe Freunde des Salzigen Boden ins Tor steht's. Ich grüße euch. Seid ihr auch schon so aufgeregt wie ich? Aber ich habe ein gutes Gefühl. Unsere Mädchenschaft hat in 10 Qualifikationsspielen 10 Siege davon getragen. Super! Bevor es losgeht, möchte ich noch der Napoleon Incorporation Outstanding Ovation GmbH danken, die uns diese herrliche Großleinwand zur Verfügung gestellt hat, mit der wir das erste Public Viewing unseres Tierhofes abhalten. Ich bin mir sicher, dieses gemeinsame Erlebnis, die emotionalen Höhen und Tiefen, die Schreckenssekunden und die hoffentlich vielen Momente der Freude werden unseren Tierhof zusammenschweißen wie kaum ein anderes Erlebnis. Lasset
die Spiele beginnen! Wie bitte? Ich meinte natürlich nicht blasen. Belassen wir es. Wieder gut? Ich weiß nicht mehr. Ich verspreche dir, ab jetzt werde ich brav sein. Okay, aber noch so ein Scheiß und ich breche das Interview sofort ab. Wie du meinst, dein Chef wird davon aber gar nicht begeistert sein. Lass das mal ruhig meine Sorge sein, Bäh. Wie waren bei den Einschnitten? Nun ja, die einen nennen es Einschnitt. Ich nenne es Sozialkontrolltümpel. Alles muss raus. Angebot und Nachfrage müssen wieder auf natürliche Weise ins Gleichgewicht finden. That's it. Kannst du das bitte kompensieren? Gerne. Aber vorher eine nette Geschichte, damit du für deine Lesetiere Anspruch verlierst. Es war einmal ein kleines Dressurpferdchen. Das hatten alle so lieb, dass sie ihm bei jedem Kunststückchen Süßigkeiten zusteckten. Bald aber fand das Tierchen heraus, dass es auch Süßigkeiten bekam, wenn es keine Kunststücke vorführte. Einfach, weil es so süß war. Es strengte sich nicht mehr an und wurde fett. Jetzt hatten die Tiere es aber gar nicht mehr lieb, weil es faul und hässlich geworden war. Die Süßigkeiten blieben aus. Das Tierchen musste abermals Kunststücke einüben, bekam wieder eine klasse Figur und es regnete von neuen Geschenken. Ausgerissen. Na, ich verstehe. Das Pferdchen sind die Hoftiere. Aber wer verteilt hier Geschenke? Nun, im Grunde ich. Du interessierst mit Geschenken? Und mit der Peitsche ist es ja so viel. Jetzt bitte konkret. Schneeber hat den sozialen Stallbau eingeführt. Alle Tiere bekamen eine Bestallung so gut wie geschenkt. Ich werde den sozialen Stallbau abschaffen. Die Mieten werden steigen und wer nicht auf der Straße landen will, der muss sich halt wieder ein bisschen anstrengen. Mäh, dein Geschenk für all die Anstrengungen. Werden überteuerte Mieten sein? Wow, du machst dich, meine liebste Muriel. Das ist der Zweck. Sag selbst, bin ich nicht dein saumäßiges Schlammschwein? Eine wirklich gute Kartoffelsuppe, liebes Männchen. Wirklich? Findest du nicht, ich habe es mit dem Majoran etwas übertrieben? Wieso? Ich mag die Würste. Je mehr, desto besser. Schmeckt's, Mann? Zum Scheißen aus. Wir können doch nicht dafür, dass du keine Festanstellung bekommst. War schon. Wenn du dich bei der Leier der Zimmer anstrengst, dann werden die Betriebe, wo sie dich einsetzen, sich nicht merken. Da gibt mir bestimmt bald jemand eine feste Stelle. Das ist verwundert. Die Betriebe dürfen mich frühestens 6 Monate nach dem Einsatz einstellen. Steht in der Lieferkarte. So lange, warten wir. Das ist doch ein Scheiß. Früher war Leiharbeit auf 3 Monate begrenzt. Jetzt kann eine Firma die ganze Belegschaft ersetzen durch billige, jederzeit kündbare Leiharbeiter. Ein anderes Leittier hat mir gesagt, eure Gewerkschaft hat das zugelassen. Nur mal gilt, gleiche Löhne für gleiche Arbeit, außer es gibt einen Tarifvertrag. Und eure Scheißgewerkschaft hat einen Scheißtarifvertrag und den Scheißleiharbeit abgeschlossen. Ihr seid schuld! Frank, so einfach ist das doch nicht! So einfach ist es! Ich habe geklopft. Aber ihr habt mich wohl nicht gehört. Was willst du denn jetzt? Es tut mir wirklich leid, wenn ich störe. Aber es ist halt schon recht wichtig. Deshalb bin ich persönlich vorbeigekommen. Draußen wartet der Hund. Ich weiß. Wie lästig, oder? Fühle mich wie ein kleines Ferkel, das noch nicht alleine zur Schule gehen darf. Ist aber leider Vorschrift. Es hat böse Briefe gegeben wegen der Napoleon-Gesetze. Kann ich mir denken? Was ist denn jetzt so wichtig? Nun, wir haben im Grunde ganz gute Neuigkeiten für euch. Ihr seid ja vor Jahren in diesen Sozialstall eingezogen. Ja, du selbst hast uns die Schlüssel gegeben. Oh, ich erinnere mich wieder. Du warst schon hochträchtig.
jedenfalls so. Die Sozialbildung ist ausgelaufen. Ach ja? Ja. Und deswegen haben wir, also die Verwaltung des Tierhofes, haben wir die ehemaligen Sozialbauten verkauft an ein großes Unternehmen, weil wir eben so wenig Geld haben. Du hast uns verkauft? Nein, doch nicht euch. Die Wohnung, da ändert sich nichts. Zumindest vorerst. Vorerst? Na, der neue Investor, also Napoleon Real Estate, wird wahrscheinlich in Kürze modernisieren. Napoleon wäre es daher am liebsten, wenn ihr euch bald etwas Neues suchen würdet. Schließlich könnt ihr ja nicht mehr hier wohnen, wenn renoviert wird. Was soll das Scheiß? Das ist unsere Heimat, das fesselt ein Tier nicht weh. Eine Kuhglocke oder ein Halfter. Von neuen Mietern kann Napoleon mehr Miete verleihen als von Bestandsmietern, stimmt's? Stimmt. Wir haben jetzt Markt, nicht mehr Hängematte. Napoleon kann mit seinem Eigentum machen, was er will. Falsch! Eigentum verpflichtet. So steht es im Grundgesetz des Tierhofs. Und es heißt weiter, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Was dient dem Wohle der Allgemeinheit mehr, als wenn es der Wirtschaft gut geht? So war das Gesetz nicht gemeint. Denkt, was ihr wollt. Ihr werdet in ein paar Tagen ein Angebot bekommen. Lehnt ihr es ab, sehen wir uns vor Gericht. Papa! Was? Du billiger Schläger, Riederspitzer! Wie ihr macht! Schönen Abend noch! Der Markt muss den Markt drehen. Nicht irgendwelche Gutschweine wie Schneeball. Du hältst nicht viel von der Demokratie, oder, Mann? Da ist du nicht gewaltig. Für mich ist die Demokratie das Beste, das mir passieren konnte. Aber der Markt ist etwas anderes. Und jetzt musst du mitschreiben, denn ich werde dir eine tiefe, tiefe Weisheit verraten. Ein demokratischer Markt ist wie eine künstliche Natur. Ein Paradox. Der Markt ist Natur? So ist es. Und nur die Besten überleben. So soll es sein. Und du bist der Beste. Schaut verdammt danach aus, nicht wahr, mein kleines Zicklein? Und warum findest du die Demokratie da so gut, du Ferkel? Wir haben ja inzwischen eine sehr spezielle Demokratie. Eine marktkonform. Alle paar Jährchen dürfen die lieben Tierchen Macht spielen und wählen. Aber eben nicht bestimmen, sondern nur wählen. Das ist der Trick. Ein paar beliebige Köpfe werden ausgetauscht und alles bleibt in schönster Ordnung. In Trötenkopfdiktatur hattest du es aber noch leichter. Und wieder werde ich etwas sehr Kluges und Weises sagen. Hast du deine süßen Öhrchen gespitzt? Ich warne dich, Mac! Merke, der Markt ist Natur. Aber damit er funktioniert, braucht es brave, zivilisierte, fleißige Bienchen. Um diese Bienchen zu züchten, ist unsere Stellvertreterdemokratie super, super gut geeignet. Denn demokratische Bienchen revoltieren nicht, sie wählen. Aber wenn sie wieder Schneeball wählen, dann bist du im Arsch. Im Gegenteil, Schneeball ist wichtig für das große Spiel. Er dient zur Befriedigung der allzu Unbefriedigten, wie eine Drohne. Wird eine Drohne nicht mehr gebraucht, wird sie abgestochen. Aber die eigentliche Macht, die niemals gewählt wird und immer regiert, ist die Königin. Und die Königin, meine liebste Muriel, die Königin bin ich. Hurte! Nur noch ein Literchen! Hurte! Ich zahle auf alles! Komm. Gleich morgen! Komm, du hast genug!
Gehen wir nach Stalle. Ja, schon gut, Unzen. Wir gehen, ja. Mein Freund hat bestimmt noch ein Liederchen für mich. Nicht wahr, Freund? Ich bring dich in deine Schule. Oh, das ist aber gar nicht nett. Oh, noch eine Freundin. Ich korrigiere. Du hast doch bestimmt noch ein Liederchen für einen, muss es leider bekennen, blanken, vorübergehend blanken, bemitleidenswerten Säufer, nicht wahr? Meine herzallerliebste Murie, oh, den mag ich nicht! Hallo, Schneeball. Ich glaube, jetzt bin ich wieder nüchtern. Na, wie laufen die Demokratiegeschäfte so? Ich mache keine Geschäfte mit der Demokratie. Stimmt, die machst du nicht. Andernfalls wärst du dieses jämmerliche Häufchen Elend. Hopp, bring ihn noch ein Litterchen. Wovon dir nehme ich nichts? Ich hole mir meine Demokratie zurück. Da wünsche ich dir viel Erfolg. Du bist armselig! Ich hatte eine Vision, eine Vorstellung von einer glücklicheren Zukunft für alle Tiere. Und was hast du? Dich interessieren nur schnöde Kirschkerne! Du hörst, ich habe beides. Ich habe eine Vorstellung, zugegeben nur von meiner eigenen glücklichen Zukunft. Und ich habe die Mittel dazu, sie zu verwirklichen. Ich bin ein Träumer, der fähig ist, seine Träume auch umzusetzen. Du bist kein Träumer. Du bist ein Zerstörer. Alles, alles, was du anfängst, vergiftest du. Was du berührst, wird zu Kacke. Umgekehrt, mein lieber Schneeball. Alles, was ich berühre, wird zu Gold. Insbesondere Kacke. Schau, du sollst dich mit meinem Gift voll napoleonischer Gänsebein. Ich verdiene, du krepierst. Als ich noch ein Frischling war, spürte ich schon die Ungerechtigkeit und sah das Elend auf der Welt. Ich wuchs in einem sehr armen Stall auf, obwohl der Hof eigentlich recht reich war. Als Erklärung hörte ich nur, das ist halt so. Da kann Tier nichts machen. Das ist der Weltenlauf und so weiter und so fort. Meine Mutter sprach so, mein Vater, meine Brüder und Schwestern aus dem Hof und alle anderen im Stall. Und auch ich sprach so. Eines Tages kam ein Zugvogel vorbei. Er wollte zum fernen Helenenhof. Und weil er sich bei uns am Teich ausruhte und etwas Zeit hatte, erzählte er mir vom Helenenhof. Dort gab es einst eine Gesellschaft,
die kein Herrschertier hatte. Ein Herrschertier galt bei ihnen als Tyrannosaurus Rex. Das war das schlimmste und böseste Raubtier, das es je gegeben hatte. Und er machte mir Angst mit der Beschreibung seiner langen, scharfen Zähne. Damit kein Tier jemals so viel Macht erlangte, dass es zu einem Tyrannosaurus Rex würde. Deshalb verteilte die Gesellschaft die Macht an genau gleichen Teilen auf alle Tiere. Nun nicht auf alle, aber doch auf ziemlich viele. Sie teilten ihre Macht zum Beispiel mit den Ruderern ihrer Kriegsschiffe, damit die sich dem Bürzel aufrissen für ihren Helenenhof. Freiwillig. Ich habe viel vom Helenenhof gelernt. Die Idee war trotzdem richtig. Nur wo alle mitbestimmen, sind entweder alle reich oder alle arm. Hat anscheinend nicht funktioniert. Weil du und dein Kriegslauf die Demokratie hintertrieben hat. Aus einer Demokratie, die immer direkt sein muss, habt ihr eine indirekte, eine vermittelte gemacht. Und du hast dich als neuer Vermittler eingesetzt. Du bist der neue Tyrannosaurus Rex. Ich bring dich um. Schneeball, komm! Beim nächsten Anlauf machen wir alles richtig, aber nicht heute. Beim nächsten Anlauf willst du wieder auf einen Krieg warten? Vermutlich ja. Nur Katastrophen bringen Tiere zum Umdenken. Auch Napoleon wird irgendwann einmal fallen. Ihr Dummköpfe! Katastrophen machen mich stärker! Das Klima gibt Dürre, tötet die halbe Tierwelt. Super! Ich verkaufe mein Wasser zum Höchstpreis. Kriege, Epidemien, Rattenplagen, her damit! Ich verkaufe euch Waffen, Impfstoff und Gift. Ich gewinne immer. Hört ihr? Ich gewinne immer! Vergessen? Und ist es physisch unmöglich zu lächeln? Ich meine doch nicht mit dem Mund, ich meine mit den Augen. Guck nur, wie es zwinkert. Es schläft? Nein, es zwinkert nur sehr lange. Schlaf, ein langes Zwinkern, das gefällt mir. Ein Küchen oder ein Stierchen? Ein kleiner Stier. Und sie, hey, sie! Oh, jetzt hat es meine Augen aufgemacht. Hallo, du kleiner Stier. Gestatten, ich bin das Schaf. Dürfen wir es mal herausnehmen? Ja, es hat wahrscheinlich eh gleich Hunger. Na, du kleiner Fernerstößer. Kickeriki, kickeriki. Du solltest nicht den fremden Stimmen mit unserem neuen Pau versprechen. Das dürfte ihm seine Identität berauben. Auf kickeriki, auf Rebapu. Wir sind alle gleich. Was sagst du? Oh. Es sagt, es will auch mal Auto fahren. Alles anschnallen und los geht's. Aber stolz
dir? Ach, nicht! Es wird mir nur manchmal alles zu viel. Jetzt hat es auch noch Hunger. Magst du uns deinen Kummer schildern? Es ist das Übliche. Kein Geld, Stress. Der Vater? Welcher Vater? Es gibt mehrere. Der Vater des Kälchens oder mein Vater? Beide spinnen. Nun, vielleicht zuerst der Kalbsvater? Der muss sich erst finden, sagt er, bevor er Vater sein kann. Idiot! Dein Herr Papa? So schlimm. Ich verstehe ihn ja. Er war im Krieg, wurde verwundet. Immer hat er zu uns gesagt, nie wieder. Und dann geht seine Tochter zum Militär. Zum Militär? Das ist natürlich allerhand. Ich habe mit Ach und Kraft den Bachelor geschafft. Arbeiten, ein Kälchen erziehen. Und gute Noten schreiben. Das kann ich einfach nicht. Wenn ich mich verpflichte, hat die Militärkrähe bei der Beratung gesagt, dann bekomme ich Kälchenbetreuung und eine Wohnung gestellt. Und nach der Grundausbildung kann ich das Studium so abschließen, wie ich es will. Ich fürchte, der Vater reagierte mit Entzug der väterlichen Liebe. Ja, er versteht einfach nicht. Beim Militär bin ich versorgt. Da habe ich Sicherheit. Militär und Sicherheit? Fällt dir dazu nicht etwas ein, o weiser Spötterschlaf? Düstere Zeiten sind es, wenn wir Tiere unseres Lebens Hoffnung in der Vorbereitung des Todes wähnen. Hast du nicht doch etwas Angst, das Vertrauen in die Demokratie könnte nachlassen und damit auch dich gefährden? Vor kurzem wagten wir diesbezüglich ein Experiment. Wir haben es? Na, mein Kriegsschnauz und ich, natürlich. Wir wählten das unbeliebteste Ding überhaupt. Das ist... Krieg? Krieg. Kein Tier will. Daher müsste er logischerweise eine Demokratie unmöglich sein. Und ist er es? Nein. Ich habe den Krieg mit dem Balkan bloß wegen eines Experiments vom Zaun gebrochen, Mann. Nur zum Wohle der Demokratie. Wir müssen doch ihre Möglichkeiten erfüllen. Die Versuchsanordnung war folgende. Eine erklärte Friedenspartei und Öko und sowas tritt an mit allerhand Friedensversprechen. Eine Sozialpartei mit allerhand Sozialversprechen. Gewählt machen sie dann das genaue Gegenteil. Sie machen Krieg, sie machen die Natur kaputt, sie machen Sozialabbau. Was wird passieren? Nichts. Richtig, nichts. Unser Experiment lief unglaublich erfolgreich. Wir konnten uns zweideutig nachweisen, die Flexibilität der parlamentarischen Demokratie ist 100%. Prinzipiell lassen sich alle Sauereien der Welt mit ihr durchziehen. Kurzfristig ja, aber langfristig werden die Tiere die Lust an der Demokratie verlieren. Und dann? Und dann wird sich die Gesellschaft spalten in Gewinner und Verlierer. Und dann? Und dann wird es zu Unruhen kommen. Und dann? Und dann Schneeball. Exakt. Eine Geheimwaffe Schneeball, der aber auch nichts Grundsätzliches verändern wird. Was kommt dann? Der nächste Krötenkopf. Exakt. Nie kommt die wirkliche Demokratie, die basisdemokratische, selbstverwaltete, in Räte und Konsens gegossene, sondern immer kommt ein Krötenkopf. Und... mit Krötenköpfen kann ich gut, wie du weißt. Ich muss dringend darauf bestehen, dass meine Cousine bis morgen fertig ist. Der Herr Bischof und ich planen eine Missionsreise in die umliegenden Höfe. Das duldet keinen Aufschub. Die Reise ist vorbereitet von langer Hand. Es wäre ja nicht auszudenken, wenn der Bischof seine Herde nicht. Denn der demokratische Umgang wird immer frecher. Ich verspreche Ihnen, meine Durchlaucht, morgen ist alles tipptopp. Ich verlasse mich auf Sie, auch aus dem Preisbetrieb. Ich möchte mir in Zukunft
morgen. Stehst du Diensten? Und seine Vorzugspreise. Für Sie eine volle Rabatte. Gut, kommen Sie, Herr Rabenschwarz, gehen wir. Gott sei Dank, dir mein Freund. Wie ist es gelaufen? Wir hätten beim Zeitungsverkauf bleiben sollen. Dieser Termindruck macht mich ganz krank. Alles soll immer sofort fertig sein und am besten nichts kosten. Wo ist das Problem? Dann ist sie halt morgen fertig? Ja, aber das schafft doch das Leitchen nie. Du musst halt etwas länger arbeiten. Aber es hat doch erst gestern Überstunden gemacht. Du bist einfach zu weich, Melle. Ich mach das, wie immer, wenn es schwierig wird. Danke dir, mein Günther. Was dauert denn da so lange? Kein Problem. Die Aufhängeschraube war dann eingerostet. Die zu rocken hat allein fast eine Stunde gedauert. Es war also eine Schraube locker, ja? Eben nicht, Chef Garnes. Eben nicht. Die Limo muss morgen fertig sein. Das wird kaum gehen. Ich habe gleich Feierabend. Den kannst du vergessen. Du bleibst, bis das Wechseln läuft. Aber da kenne ich bestimmt noch 2 Stunden lang. 2 Stunden, die du umsonst arbeiten wirst. Unsere Firma zahlt doch keinen Schlendrian. Sind fix. Ich kann nicht. Auch noch frech werden. Ihr Leittiere glaubt, ihr müsst euch nicht anstrengen, weil ihr nächste Woche sowieso wieder woanders seid, ha? Aber da hast du dich geschnitten, Freundchen. Verstanden? Ja. Und wenn du noch mal rumschlägerst, ruf ich bei deiner Leitfirma an. Solche wie dich kann ich Dutzende haben. Vielleicht nehme ich mir gleich einen Alpaka. Ein Alpaka macht alles für jeden Lohn und gibt sogar Wolle. Gibst du auch Wolle? Nein. Eben. Ich werde mir so ein südamerikanisches Lama geben. In einer Stunde komme ich zurück. Und wenn da immer noch eine Schraube locker ist, werde ich ungemütlich. Verstanden? Ja. Zerfix! Was das Junggesetz eigentlich noch wert ist. Wie Widerstand! Wie Widerstand! Wie Widerstand!
Stadt Bendel gehen, weil ich werde gerannt auf Napoleon Fiendo bekommen. Pfui! Und trotzdem lassen Sie diese Alpakas immer wieder rein. Oder glücklich, aber es reicht doch schon jetzt nicht für alle! Wir sind die Art! 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 Wir schaffen das! Sagen Sie, die kann man leicht finden, denn die Suppe müssen wir ausrechnen. Wir haben schöne Renten und schöne Diäten und konnten in Steuerparadiesen. Und was haben wir? Den Dreck! Ich sage, zuerst kommen wir! Aus und Türen auf! 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 Ich bin ein einfaches Arbeitstier, aber ich mache mich schon zu meinen Gedanken. Warum machen Sie das? Warum tauschen Sie schleichend die echten Inkaufstiere aus? Ich glaube ganz einfach, die hassen unser Volk. Die hassen uns, hofft ihr. Deswegen fördern sie diese Masseneinwanderung und schieben den Alpakas alles in den Arsch. Wenn wir uns wählen, ist das nur noch mehr. Wer hey. Den Tür hoch, den Krieg, soll den Tür hoch verlassen. Wer den Tür hoch, den Krieg, soll den Tür hoch verlassen. Wer den Tür hoch, den Krieg, soll den Tür hoch verlassen. Sie behaupten, das seien alles Flusstiere. Bei denen gäbe es Krieg. Die Arten sind sehr arm und deswegen kommen die zu uns. Aber ein Alpaka, die sich so eine Reise leisten kann, tausende Kiesstäbe für die Jungfrau, das ist nicht arm. Absaufen! 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 Wir werden auf keinen Quadratzentimeter unseres Hofes. Wir wollen keine Umkehrung. Grenzen nicht. Heimat ist das Recht eines jeden Tieres. Jawohl! Dieses Recht müssen wir und werden wir mit allen Mitteln verteidigen. Wir wollen uns unsere Heimat zurück. Heute sind wir lieber an. Morgen brennt im eigenen Stall. Heute sind wir. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich sehe Boxer, ich gehe rüber zu Ihnen. Gell? Bist du verrückt? Ich bin ein Innenhoftier. Innenhoftiere lieben Sie, das hast du doch gehört. Hallo Boxer! Ein Alpaka? Ich bin kein Alpaka, ich bin ein Esel, du Esel! Ja, du bist ja nicht der Böse! Liebe Anwesenden, ich möchte euch gleich bitten, mit mir anzustoßen. Doch zuvor fühle ich die Verpflichtung, noch einige Worte zu sprechen. Es ist mir eine Quelle großer Genugtuung, zu fühlen, wie eine lange Periode von Argwohn und Missverständnis nun ihr Ende gefunden hat. Es hat eine Zeit gegeben, da die Besitzenden die Demokratie, ich will nicht sagen mit Feindseligkeit, aber vielleicht mit einer gewissen Besorgnis betrachtet haben. Die Empfindung wurde gehegt, als sei ein Hof, der demokratisch bewirtschaftet wird, irgendwie ungewöhnlich. Und es könne diese Tatsache auf die natürliche Hierarchie der Welt einen schädlichen Einfluss nehmen. Allzu viele Führungstiere hatten angenommen, dass auf einem solchen Hof der Demokratie ein Geist von Ausschweifung und Disziplinlosigkeit herrschen müsse. Sie machten sich Sorgen um die Wirkung auf ihre eigenen Untergebenen. Doch nun sind all diese Zweifel verscheucht. Heute finden wir nicht nur die neuesten Methoden, sondern auch
eine Disziplin und Ordnung, die allen Höfen aller Orten als leuchtendes Beispiel dienen sollte. Ich glaube, den Nagel auf den Kopf zu treffen, wenn ich sage, dass die niederen Tiere dieses Hofes relativ mehr arbeiten und dabei relativ weniger Futter erhalten als kaum ein anderes Tier dieser Welt. Ich möchte damit enden, noch einmal die Freundschaftlichkeit der Gefühle zu betonen, die zwischen dem Tierhof der Demokratie und den Diktaturen dieser Welt besteht und immer bestehen wird. Zwischen Demokratie und Diktaturen besteht keinerlei gegensätzliches Interesse. Meine Führungstiere, erhebt euch! Sind eure Gläser auch bis zum Rand gefüllt? Auf das Gedeihen des Tierhofs der Demokratie! Auch ich bin glücklich, dass die Periode der Missverständnisse nun vorüber ist. Lange Zeit hat es Gerüchte gegeben, als wäre an der Idee der Demokratie irgendetwas Umstürzerisches für die Machtverteilung zwischen Arm und Reich in der Welt. Einige haben dem Tierhof der Demokratie sogar zugetraut, unterdrückte Tiere in Diktaturen zur Revolution aufzureizen. Nichts könnte der Wahrheit ferner sein. Unser einziger Wunsch ist, heute und in der Vergangenheit mit dem Regime in der Welt in Frieden und freundschaftlichen Beziehungen zu leben. Mein Vorredner hat vom Tierhof der Demokratie gesprochen. Er konnte nicht wissen, denn ich, Napoleon, mache heute zum ersten Mal bekannt, dass der Name Tierhof abgeschafft ist. Von heute an soll der Hof ursprünglicher Name ist. Ich erhebe mein Glas auf das Gedeihen des Herrn.